Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen. Das Spektakuläre, sie alle passen in diesen kleinen Kopf. Hallo, ich bin Lina, bin 10 Jahre alt und Zahlen sind für mich das Größte. Meine Lieblingszahlen sind die 8, die 3 oder die 20 oder die 5, weil am 8.3.2005 bin ich geboren. Die sind Glückszahlen. Zu Hause ist das kleine Rechengenie im Ruhrgebiet. Zu ihrer Familie gehören Schwester Nina, 15 Jahre, Papa Fui Hong, er ist Koch, und Mama Fui Huang, sie ist Hausfrau, und natürlich Lina. Mann, ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig ausgesprochen. Mitten in Essen betreiben Linas Eltern einen Imbiss. Eigentlich will ich Lina hier überraschen, aber der Chef, der hat offensichtlich anderes mit mir vor. Hallo! Hallo! Da bin ich! Ja, meine Liebe, heute wieder schon zu spät. Zu spät? Ja. Oh. Na, das ist ja ein freundlicher Empfang. Ich bin hier heute offensichtlich als Aushilfskoch eingeplant. Na gut, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist wie nachts beim Schlafen, da muss man sich auch ab und an umdrehen. Und dann endlich kommt Lina und die weiß von nix. Hallo? Papa, wer ist das? Was darf's denn sein? Ist mir egal. Currywurst, Pommes. Wie wär's mit einer Mang? Pflaume? Richtig. Kein Pflaume? Hallo! Was machst du denn hier? Na, ich muss ein bisschen helfen heute hier. Es ist viel zu tun. Überraschung geglückt. Aber was braucht man auf jeden Fall nach einer Überraschung? Na klar, eine Stärkung. Danke. Was heißt guten Appetit auf Vietnamesisch? Dup ang wao. Dup? Dup. Dup. Ang. Ang. Wao. No. Dup ang lo. Ja, so ähnlich. So ähnlich? Ja. Dann gibt's noch eine Überraschung, aber diesmal für mich. Das hast du auch gut gemacht. Findest du? Ja. Boah, dabei sagt meine Frau immer, ich kann nicht kochen. Hm? Von wegen. Dann gebe mir eine Fritteuse und es geht. Nach dem Essen soll man ruhen oder 1000 Schritte tun. Ab geht's zu Lina nach Hause. Das ist mein Zimmer. Wow. Und das ist der Kuschelkumpel Bob. Warum heißt der Bob? Auf dem Etikett, auf dem Schild stand Bob. Und dann dachte ich mir, nicht ihn doch einfach Bob. Du bist sehr praktisch veranlagt. Du hättest ihn ja auch Kuschelweich oder Waschbar nennen können. Kuschelweich, nix da. Bei Lina zählen nur harte Fakten. Lina, was findest du denn an Mathe überhaupt so spannend? Warum macht dir das so viel Spaß? Also es macht mir Spaß. Es macht mir einfach Spaß, ich weiß auch nicht warum. Und Mathe ist so wie ein spannendes Buch. Da gibt es ganz viele neue Kapitel. Also ich kenne ganz viele in deinem Alter. Für die ist Mathe eher so 3 Fragezeichen. Ja. Dass Lina Mathe aber nicht nur mag, sondern auch super drauf hat, das beweist sie mir auf der Stelle. Die Aufgabe, Würfelaugen multiplizieren. 17.496. Genau. Das ist mein Tagebuch. Und ich darf sogar reingucken. Das Tagebuch, heute war einer meiner wunderschönsten Tage. Meine Freundin Alia, Amelie, India und Roscha haben mir tolle Geschenke geschenkt. Und sie sind die besten Freundinnen, die ich mir vorstellen kann. Oh, süß. Bestimmt erzählt Lina ihrem Tagebuch auch, dass sie Popstar werden will. Was findest du denn da so cool daran? Ja, zum Beispiel, wenn ich Sängerin werde, dann bin ich ja ein Promi. Echt? Ja. Kommt drauf an, wie gut du singst. But I keep cruising, can't stop once. Nicht schlecht. Also ich will gerne auf einen roten Teppich, weil die fotografieren mich dann auch so mit Bling Bling und interviewen mich. Und dann, das will ich gerne machen. Wer weiß, in 10 Jahren vielleicht wird Lina ja der erste Popstar sein, der auch ein Mathe-Genie ist. Und damit das auf dem roten Teppich auch alles klappt, üben wir schon mal. Und da kommt sie, Lina May. Ich gebe hier den Fotografen. Model Lina macht das super. Und am Ende, da darf ich auch mit aufs Foto. Glück gehabt. Mit diesem Mädchen muss man rechnen. Lina. Im Kopf rechnen bin ich eine glatte 1. Wollt ihr noch mehr so frische Videos?
Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.